Also ich persönlich, du kannst das anders sehen, finde Frauen als Menschen weder besonders interessant, noch finde ich sie lustig, noch interessieren mich ihre Hobbys und schon gar nicht bin ich daran interessiert, was sie weltanschaulich und philosophisch von sich geben. Wenn Männer ehrlich mit sich und vor allem den Frauen gegenüber wären, dann würden sie auch nicht versuchen, Freundschaft, Verständnis und sowas vorzugaukeln. Also eher anzustreben, meine ich, denn vorgaukeln, das machen wir ja alle. Die Grundlage von Anziehung ist einfach nicht Freundschaft. Kann sie gar nicht. Trifft eine Frau auf einen Mann und sie bekommt das Gefühl oder er sagt ihr, dass er sie versteht, er sie nachvollzieht und er für sie mehr Dinge macht, als er für andere Frauen macht, dann tut er das einfach nur, weil er ins Bett mit ihr will. Das ist nicht falsch, sondern richtig. Und es ist aufrichtig, das anzuerkennen. Guck mal, es ist doch ganz einfach. Was uns Männer bei einer Frau anzieht, ist und bleibt primär das Optische. Und es ist uns völlig egal, ob sie Kellnerin oder Erzieherin ist oder ob sie irgendwo bei BASF im Vorstand sitzt. Der Marktwert einer Frau steht und fällt mit ihrem Aussehen und der Marktwert eines Mannes steht und fällt mit seiner Macht und seiner Selbstbestimmung. Der Punkt ist hier, können und sollten Mann und Frau überhaupt Freunde sein, wenn weder Beischlaf noch Beziehung involviert ist? Du kannst das sehen, wie du willst und du kannst dir auch vormachen, was du willst, aber von meinem Standpunkt aus geht das nicht. Und das ist auch kein Makel, den es zu beheben gibt oder ein Missstand, den es aus der Welt zu schaffen gilt. Mann und Frau sollten sich, wie ich schon x-mal gesagt habe, ausgleichen, nicht aber angleichen. Denn versucht einer von beiden Letzteres, dann geht die Anziehung auf das andere Geschlecht einfach mal flöten. Frauen sind interessant für uns, wenn sie heiß sind und sie sind uninteressant für uns, wenn sie nicht heiß sind. Wenn du das anders siehst, dann machst du dir was vor. Eine loyale Freundschaft mit einer Frau, wie du sie mit einem Mann haben kannst, anzustreben, ist sträflich. Das heißt, es hat Konsequenzen für dich. Je mehr du dich um ihre Gunst, ihre Zustimmung oder Freundschaft bemühst, desto unattraktiver wirst du für sie.